Ich denke, wir können den Hauptausgang nehmen. Ja. In welche Gauke-Welt wollen Sie befördert werden, Professor? Tja, in die von... mir! Weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Irgendwas fehlt uns. Irgendwas fehlt uns. Wir haben Ohrenschützer. Die haben wir schon benutzt. Wir können sie eventuell nochmal benutzen, aber ich wüsste nicht für was. Wir brauchen irgendwas, um uns zu wehren, und wir brauchen eine Schürze. Morübe. Nee. 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 Tarnzeug haben wir noch. Nee, irgendwas muss hier noch sein. Irgendwas muss hier sein. Mal sehen. In der Küche ist natürlich der Bär am Einschlafen, am Steppen, wollte ich sagen. Ja, der Lug und Trunk. Ich meine, der Käse ist echt. Welche Scheußlichkeit. Ich hätte erwartet, dass hier irgendwo... Sogar das Fleisch ist weg. Und das Gemüse ist natürlich nicht schlimm. Ich hätte erwartet, dass hier noch irgendwo eine Schürze ist. Irgendetwas, das auffällt. Es muss doch einen Grund geben, warum wir in unsere Scheinwelt zurück können. Aha! Der Hinweis war einfach. Er gab nur die Stellung der jeweiligen Ziffer im Tresorcode an. Beim nächsten Mal bitte ich mir aber etwas Forderndes heraus. Also bitte! Ich weiß nicht, wie viel ich von dem Video zusammengeschnitten habe, damit ihr das alles in einer gut halben Stunde bekommt. Aber das war eine Menge. Die meiste Zeit, weil ich nichts gesagt habe. Also die größten Teile habe ich herausgeschnitten, weil ich nichts gesagt habe. So nachgedacht habe. Oder auf die richtige Eingebung wartete. Das wollte ich euch nicht antun. Hier scheint es nicht wirklich was zu geben. Hier waren wir ja auch schon. Nö. Leider nicht. Fort, du Trugbild! Welch abscheuliche Weise, einen alten Mann zu narren! Dann gehen wir doch einfach mal... Wir gehen doch mal in die Welt der Kreatur. Vielleicht können wir mit... dem Busch... irgendwas einsammeln. Das sieht nach allerfeinster Backwerkkunst aus. Hier ist wirklich ein Könner an der Arbeit. Auch schade, ich dachte, ich könnte das Brot mitnehmen und dann in den Krieg nehmen und... dann wäre er hier der Kriegsbäcker. So, diese Referenz wollte ich schon immer mal bringen. Jemand hat irgendwas? Moment mal, den kennen wir doch. Der war doch auf dem Zug. Der Mörder, ganz eindeutig. Irgendwie ja nicht so. Ohne Kittel kommt ihr hier nicht weiter, aber vielleicht hier. Das sah sie zum Glück nicht. Muss natürlich nicht bedeuten, dass die Kreatur wirklich backen kann. Sie stellt sich einfach nur vor, dass sie backen könnte. Tja, dann die von Mackwitz, da muss ich wohl irgendwas übersehen haben. Wir bräuchten eine Schürze und etwas, um uns zu wehren. Aber was könnte das sein? Den Hafer? Nee. Wert. Es wird. Das hilft uns aber nicht. Haben wir zwischendurch irgendwas aufgesammelt? Nee. Nö. Ihr sagt mal, bin ich denn Mischugge oder was? Kein Grenadier, Schnellmecker, Bursche, Haut abwehren. Werde ich mal wieder zusammenschneiden. Wir gehen nochmal in die Welt von Fräulein Eleonor. Aha, ich weiß nicht, wer das Dienstpersonal ausgesucht hat. Man lässt doch seinen Kittel nicht hängen. So. Fräulein Eleonors Verhältnisse ist das ein geradezu verwegen wilder Traum. Richtig, bei ihrem Ordnungsfimmel. Du nimmst seinen Kittel.
Also wirklich. Also dann, in die Welt der Kreatur, die vor Tiefe nur so strotzt. Juhu, Wesen, ich habe einen Kittel. Ich, alter Baum. Busch, komm ich auf Baum? Du bist ein guter Busch, komm herein. Hoho, Überraschung. Das hat du ganz richtig erfasst. Ach, jetzt fange ich auch schon so an wie das Wesen. Ich fürchte ja, es ist alles nur eine Illusion. Du hast recht, die Herren des Mars haben einen üblen Schabernack mit uns getrieben. Aber der Spuk ist vorbei. Endlich, mein Traum ist zerstört. Warte nur ab, gleich bist du wieder in der wirklichen Welt. Transport durchführen. Beam him up, Scotty. Fragen Sie mich bloß nicht, wie diese Technik genau funktioniert. Ich könnte sie Ihnen erklären, aber würde keiner verstehen. Irgendwas mit Subrumphalanx. Ihre oberste Direktive verbietet es Ihnen, richtig? Ach was, ich habe einfach nur keine Ahnung von Technik. Ha! Ah, okay. So, und dann hätten wir hier noch... Torta Majestata aus der Gattung der Wurfgebäcke. Du nimmst die Torten an dich. Sehr schön. Dann können wir uns nun endlich wehren. Und gehen zum Magnitz. Der wird sich nicht mehr lange verbarrikadieren können. Hinter seinen explosiven Explosivitäten. Ja. Wie ein ganz großer haben wir das gemacht. Wir sind nur einmal gestorben. Reizen Sie mich nicht, meine Herren. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Tortenschlacht. Du bist beinahe unbesiegbar, denn du hast Torten. Wirfe sie mit Ende auf den Feind und lasse ihn unter der Zuckergussmasse erstarren. Doch Achtung! Komme den Wachsoldaten nicht zu nahe, es sind kräftige Burschen auch da. Kräftige Burschen! Hä? Zwei auf einen Streich! Huch! Kein Problem, ich kann die Torten auch durch solide Objekte werfen. Und flüchtiger Lärm, wenn wir gleich dazwischen gehen! Torten sind viel zu laut! Auswertung, 4 preußische Grenadiere ertortet, 0 Treffer eingesteckt. Ertortet! 100 Erfahrungspunkte. Wird schon wieder der See da... Der was? Der See der Seelandtag? Ich hab keine Ahnung, was es ist. Wird schon nicht länger gestört zu werden. Bereite gerade den tollkühnsten Angriff aller Zeiten vor. Aber, lieber Leutnant, kommen Sie zu sich. Ist alles nur ein Traum. Erkennen Sie mich denn nicht? Ja. Schon längst erkannt. Wollte aber noch ein wenig weiter Krieg spielen. Also, Sie nun wieder. Marsch, ab in die Realität. Jawohl. Prächtig. Damit ist auch der letzte Gefährte befreit. Und es verschlägt uns jetzt wohin? Professor! Wachen Sie auf, Professor! Sie sind auf der Raumschiff... dem Raumschiff Enterprise. Wahrscheinlich, weil ich zuvor sagen wollte, auf der Voyager. Aber das ist wieder ein anderes Schiff. Kommen Sie zu sich! Hier riecht es ein wenig angebrannt. Oh, das bin ja ich. Wir sind auf den Mars gestürzt. Da bleiben ein paar Blasturen nicht aus. Ich habe Ihnen unendlich zu danken, Captain. Lassen Sie mich eine kleine... Stegreifrede. Huiuiui. Je nachdem, wie man es betonen könnte, dieses Wort was völlig anderes bedeuten. Ich fürchte, dafür bleibt keine Zeit. Ich muss in meine eigene Ebene zurückkehren. Was getan werden musste, habe ich getan. Fortan liegt es wieder allein bei Ihnen. Scheitern Sie nicht. Sie sind ein schrecklich eiliger Mensch. Aber gut, dann eben die Kurzform. Danke. Aber ja, das ist es. Mir kommt gerade eine neue, eine formidable Idee, Herr Kapitän. Also, wenn Sie aus der Zukunft kommen, wissen Sie doch bereits, wie all das hier enden wird. Das war eine ungemein gute Idee, denn Sie haben vollständig recht. Eine Person zum Hochbeamen. Energie. Ja, dankeschön. Ja, aber... Ach, immer diese unerträgliche Raserei. So sind jetzt alle tot. Wir scheinen mit einem ordentlichen Rums auf den Mars hinabgefahren zu sein. Weniger gefahren, als vielmehr explodiert. Guten Morgen, Gnädigste. Ich habe geträumt, auch von Ihnen. Die Gedankenfalle
Jetzt fällt's mir wieder ein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Professor. Nicht der Rede wert. Wecken wir einfach die anderen auf. Und wundern uns überhaupt nicht, warum Sauerstoff auf diesem Planeten existiert. Guten Morgen, mein Bester. Auf die Beine mit dir. Eine bemerkenswerte Aufstehtechnik. Sie zeugt von Faulheit. Ich meine überhaupt nicht, nein, das war eine bemerkenswerte Aufstehtechnik. Ja, so, wenn der Retroll das so macht, dann passt das schon. Na komm, wir haben einen Planeten zu untersuchen. Brains. Völlig falsche Kreatur. Oh, was für ein Glück. Er sieht unverletzt aus. Was sollen denn diese Blicke? Ich habe mich bei jedem gefreut, dass er unverletzt ist. Bei jedem. Dann warten Sie einmal auf, Herr Leutnant. Sie werden schon sehen, was erwartet. Bei jedem Einzelnen habe ich mich gefreut. Jawohl. Gefechtsbereitschaft wiederhergestellt. Ach ja, der Leutnant. Dann auf. Entreißen wir den Herren des Marx ihr Geheimnis. Und spielen wieder den Mackwitz. Ein Trümmerstück. Yes. Und speichern mal. Das kann ja nicht schaden, ne? Haben wir noch irgendwelche tollen Dinge, die wir jetzt an unsere Party verteilen können? Wie zum Beispiel eine Monsterfibel. Nein, gar nichts. Rein gar nichts. Ein Trümmerstück. Irgendein interessantes Trümmerstück vielleicht. Mein stolzes Projektil. Hat sich als Artilleriegeschoss doch prächtig bewährt. Finde, wir haben dem Mars eine ordentliche Kerbe zugefügt. Und wahrscheinlich aus der Umlaufbahn geworfen. Fast gestorben wäre das Eldorado. Auch ein Spiel von Literal. Eldorado. Habe ich auch ein Let's Play von gemacht, Teil 1 und 2. Mhm, könnt ihr ja mal gucken, ist ziemlich gut geworden. Und sind auch ziemlich gute Spiele beide. So, hier haben wir... Und wir haben... Diese Brücke hier. Kämpfende Käfer haben wir. Und Stände. Markierungen. Wasserstände wollte ich sagen, aber es muss ja nicht unbedingt sein, dass hier Wasser durchfließt. Wobei wir ja eigentlich wissen, dass auf dem Mars mal Wasser floss und wahrscheinlich sogar Ozeane existierten. Das sind Mengenangaben in einem mir unbekannten Zahlensystem. Allerdings ist das hier ein Fantasy-Roman. Hier könnte genauso gut auch, was weiß ich, ein Fluss voll Süßigkeiten durchlaufen. Das sind Mengenangaben in einem unbekannten Zahlensystem, das habe ich schon gesagt. Es wirkt wie eine Art von Skala. Bei meiner Treue, Sie haben recht, teuerste. Naja, und nun? Dass Sie aber auch so gar keinen Sinn für zweckfreien Wissenserwerb haben. Kommt mir aber bekannt vor, ich bin so ähnlich. Sitzt Felsen fest? Mir scheint ja ein Bauteil zu fehlen. Ja, war die Frage, woher Professor das denn so bestimmt wissen wollen. Eine offene Arbeitsklappe, ein Loch und einige leere Halterungen im Gehäuse legen einen Verdacht nahe. Ja, empfehle sofortige Suche nach fehlendem Bottenteil. Und wo sollen wir mit der Suche beginnen? Wir können doch wohl kaum den ganzen Planeten durchforsten. Auf einem ordentlichen Planeten fehlt sich alles wieder an. Schön argumentiert, ja. Gut. Mir gefällt, dass sich alles bewegt. Einmal dieses Ding hier, das absolut keinen Zweck verfolgt, außer lustig zu sein, und dieses Ding hier und die Gräser dort oben und die Käfer natürlich. Halt alles, was lebt, lebt in irgendeiner Form. Jawohl. Gut, was haben wir denn hier? Oh, Marsianer? Was für ein erhabener Augenblick. Wir betreten eine marsianische Stadt, meine Herren. Ja, besiedelt. Wünsche dem Bürgermeister zu sprechen, um Kapitulation entgegenzunehmen. Ach, geben Sie doch für einen Augenblick Ruhe. Bislang tritt man uns mit weniger Feindseligkeit entgegen, als zu erwarten war. Obwohl ich in meinem Buch was anderes schrieb. Aber ich bin doch ein Genie. Warten Sie nur ab, Professor. Am Ende entpuppt sich alles als furchtbares Missverständnis. Schnickschnack. Bin von Kopf bis Fuß auf Kampf eingestellt. Denke, diese Zwerge sind schnell bezwungen. Aus, Leutnant! Dann will ich mich einmal bemerkbar machen. Ich habe eigens eine kleine Ansprache vorbereitet. Juhu, liebe Marsianer, Besuch ist da! So tiefsinnig, so ergreifend. Nutz, kling, klang! Ah, pardon, ich wollte sagen, hui, paka, kapimmel, udongo!
Schuwu, schuwu, kleiner Mann. Wo ist mein putziges Kerlchen? Ihr habt keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Sie sprechen Marsianisch, Professor? Nicht nur das, Gnädigste. Nicht nur das. Ich verstehe es sogar. Bedenken Sie mein Abenteuer. Seit ich dem geheimnisvollen Kristall, das ist ein seltsam abgeschnittenes Wort, Kristallapparat ausgesetzt war, hat sich mein Wissen um den Mars... Ja. Geschichte ist bekannt. Hat der Kleine nun kapituliert oder muss ich mir das Bein machen? Huwi, huwi, ei, hei. Was hat er denn überhaupt gesagt? Er meint, er heißt Ei, hei und ist ebenso erstaunt wie erfreut, unsere Bekanntschaft zu machen. Wenn das äußerst anstrengend, ständig auf die Übersetzung zu warten. Na gut, ab sofort übersetzt das Programm automatisch vom Deutschen ins Marsianische und zurück. Firma dankt. Nanu, wo kam denn auf einmal diese Stimme her? Ach, sei unbesorgt, kleiner Mann. Die Stimme tut nichts. Und auf der Erde hören wir sie ständig. Das gehört halt dazu. Seid ihr auch Äffchenfremde? Verbitte mir seinen Tonfall, Kerl. Bei der nächsten Frechheit werde ich ihn fordern. Äffchen, ich verstehe dich recht. Arbeiten, Kreatur. Oh, der Herr hat mich schwatzen sehen. Was ist das? Guten Tag, mein Herr. Wir sind friedliche Besucher Ihrer Welt, wenn ich mich vorstelle. Es hat zu schweigen. Diese Äpfel stammen anscheinend von der Nachbarkugel. Ich werde sie untersuchen. Zunächst wende ich mich den Innereien zu. Tentaklerwache erscheint.